Wie sieht es denn hier aus? Ziemlich grün. Achtung, mutierte Pokémon. Oh nein. Mutant Z3. Dann wird es Mutant Z3 erscheint. Ach du Schande, was haben die hier angestellt? Ist ein Atomkraftwerk explodiert oder was? Das hat man Pokémon Uranium schon. Auch ein kleiner Fanhack. Wo es dann darum ging, dass dann Atomkraftwerk explodiert ist und dann wir das Problem erstmal beseitigen mussten. Gibt es ein Let's Play auf meinem Kanal? Ich bin dann irgendwann, das habe ich irgendwann abgebrochen. Mein Uranium, weil der eine Orden zu schwer war. Kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal an. Pokémon Uranium Edition. Hat echt Spaß gemacht. Sauschwere Bosskämpfe, sauschwere Trainerkämpfe. Die Arenen sind uff. Bei der dritten oder vierten Arena habe ich dann halt einfach. War ja halt einfach zu schwach. Da war mein Team einfach viel zu unterlevelt. Das 11. Sonnenbonbon. Gab es glaube ich auch als Download irgendwo auf einer Website. Diese Pokémon Hacks. Von Fans sind immer wieder sehr toll. Kann ich nur empfehlen, schaut mein Let's Play oder spielt es am besten selbst. Mach beides. Ich war einmal der Einzige, der Pokébälle herstellen konnte. Aber dann kamen so reichen Säcke und haben eine Pokéball-Fabrik gleich südlich von ihr gebaut. Kaum zu glauben, dass sie mir den Schlüssel der Fabrik gegeben haben, als sie von dem Schurken geflohen sind. Kannst ihn gerne haben, wenn du mir die Pokéball-Baupläne aus der Fabrik holst. Wozu brauchst du denn die Pläne? Sagtest du nicht, du wüsstest, wie man Bälle herstellt? Ja, aber das sind nur Pokébälle. Superbälle sind zu hoch für mich. Stimmt, die kann man nicht aus Aprikoko herstellen. Aprikoko? Wieso sollte ich aus Obstbälle herstellen? Die Pokémon essen die Bälle doch eher auf, als dass sie sich damit fangen lassen. Mike hält Fabrikschlüssel. Das ist schön. Hat keiner gecheckt von Team Rocket, das war da Team Rocket. Das ist eventuell. Schön. Windows und der Box haben wir noch nie. Ich glaube, wir haben noch nie die Boxen aufgerufen. Dieser Sound. Öffnen. Großartig. Noch haben wir die Boxen nie gebraucht. Noch ein drittes Mal. Gute alte Zeiten, als Windows noch Start-Sounds hatte. Romantisch. Achtung, mutierte Pokémon. Das wissen wir. Pokémon-Center hat man noch nicht, wo wir uns aufladen können. Hätten wir wahrscheinlich bei einem Typ in der Höhle machen können. Oh je. Ein mutiertes Zubat. Geowatz. Vulpix. Ding. Ob wir uns das mal fangen können? Oh, wir können es besiegen. So ein Viech im Team zu haben, ist bestimmt nicht schlecht. Oh, ein Mutant E2, ein
Wieso? Nee, keine Ahnung, zu bad Dings. Warum sind sie so extrem anfällig gegen Wasserattacken? Das gibt's doch nicht. Ein Pokémon könnte diesen Baum vielleicht zerschneiden. Ja gut, das ist jetzt ein Problem. Und wir haben doch vor allem Schneider. Schockit hat uns das Zerr geklaut. Wie soll denn das jetzt was werden? Jetzt durch. Der Regen löst den Ball auf. Na toll. Saurer Regen hier. Kann man also nicht fangen. Und nun, wie kommen wir jetzt? Südlich meint er ja, Route 6. Mutant XI. Okay, das ist ein Tentatcher mit Händen. Industriezone. Achtung, mutierte Pokémon. Achtung, mutierte Pokémon. Müsst ihr hier alle 2 Meter ein Schild aufstellen. So dringend war das. Achtung, mutierte Pokémon. Nein. Ich glaube, hier gibt es mutierte Pokémon. Bin mir da nicht sicher, aber... Ich würde behaupten, hier gibt es mutierte Pokémon. Irgendwas sagt mir, dass es hier mutierte Pokémon gibt. Ich weiß auch nicht. Sonderbomben. Okay, jetzt haben wir hier die Pokéballfabrik. Jetzt werden wir hier wieder kämpfen müssen. Das Team ist natürlich nicht geheilt. Wir haben fast keine Tränke mehr. Mein Kunstfabrikschlüssel. Okay, ein Tisch und ein Pokéball drauf. Oh oh. Ich schaue mich erstmal hier um. Verschiedene Warpfelder. Bei dem einen war ein Trainer, das ist normalerweise der richtige Weg. Wenn da ein Trainer steht. Hier ist alles leer. Ich verirrt. So, dann mal hier lang. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Baumfeld weiter. Wenn da schon so ein Trainer steht. Nur weil ich dich daran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Du solltest mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts. Das glaubst auch nur du. Das
Surfern. Kämpfen wir jetzt echt gegen Team Shocket oder gegen Team Rockets? Ich glaube, Team Shocket war das. Team Shocket, jo. Nein, nicht schon den Golbert. Daneben, verdammt. Und wir haben noch Beleber. Oder einen Hypertrank. Wenn wir keine Trinke mehr haben, ist es auch egal, ob wir einen Beleber haben oder nicht. Schreck zurück, was soll denn der Mist? Letzter Trank. Dann werden wir wahrscheinlich noch gegen mehr Leute kämpfen müssen. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Ach, da haben wir keine AP mehr, das ist ja sehr toll. Ich glaube, Genesung hätten wir noch. Schreck, schreck zurück, was soll denn der Mist? Versuch's mal, Taubsi. Immerhin etwas. Verdammt. Wir brauchen einen Beleber. Langsam sollten wir vielleicht mal überlegen, ob Sonderbonbons nicht so eine schlechte Idee wären. Genossen. Ich glaube, Genesung. Das war klar. Na komm, gib ihm den Rest. Na endlich. Der Dreh-Skolbatz. Das ist der nächste Trainer. Oh, scheiße. Wir haben keine Tränke mehr. Zur Sicherheit mal speichern. Aber mir gefällt's. Okay, jetzt habe ich das überblättert. Sorry. Ich konnte unglaublich interessante Pokémon fangen. Du wirst richtig eifersüchtig sein. Ja. Los, Schluck. Ich hoffe. Surfer geht nicht. Turbode, ja. Nicht effektiv. Oh Kacke. Der Aquaknarre wird hier wohl nicht zu viel bringen. Oder doch? Keine Items mehr. Ist verwirrt, das ist ja sehr schlecht. Ist nicht mehr verwirrt. Oh Kacke. Puh. Okay, den einen besiegt. Wir können nicht wechseln. Aquaknarre aushalten. Kacke, ob das was wird? Nein, das wird natürlich nichts. Ach du heilige Scheiße. Ja, was soll das? Was soll das? Was? Wir müssen den Weg nochmal vor. Team ist geheilt. Ja, Items kriegen wir hier nicht. Müssen wir den ganzen Weg nochmal von vorne machen. Ach du Schande. Ja, speichern. Bringt mir auch nichts. Und werden wir wieder verkacken und wieder verkacken.
Und nein, ich schneide euch das jetzt nicht raus. Mitgang, mitgefangen. Müsst euch jetzt auch geben. Pech gehabt. Normalerweise würde ich sagen, ja, schneiden wir mal raus. Nein, ihr müsst jetzt mitleiden. Schaut mir zu, wie ich den Weg hier mache. Ein zweites Mal. Diesmal geht es ein bisschen schneller, aber... Naja. Wenn wir uns nicht mehr mal umgucken, deswegen geht es jetzt hier relativ schnell zur Sache. So, und jetzt hier nach Süden. Und Route 6. Ich wollte gerade sagen, hab mir gedacht, sag's mal lieber nicht. Nur wenn du sagst, noch gar kein Pokémon. Industriezone. Nö. Das ist ein Item, Sonderbaron, yay. Hier waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir hier wieder den falschen Weg. Wir finden noch ein paar Items. Top Genesung. Das ist sehr gut. Und noch ein Heil-Item gefunden. Ich hoffe, den einen haben wir jetzt schon besiegt. Und der lässt uns durch. Ja, sehr gut. Dann der nächste. Die Umweltverschmutzung durch die Meistermal-Produktion ist zwar nicht gewollt, mir gefällt's. Ich könnte unglaublich interessante Pokémon fangen. Du wirst richtig eifersüchtig sein. Naja, geht so. Der hat nur zwei Pokémon. Das hätten wir fast geschafft. So, verbringt's. So verrockt. Na komm, Surfer. Mutant, ihr zwei sind zurück zu klein. Schutzschild. Ja. Nein. Und jetzt? Oh, Fahrstuhl. Wie konnten die Mitarbeiter hier bloß arbeiten? Man findet ja nicht einmal den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Ich komme mir vor wie bei Silphsco. Was war das? Guten Tag, ich bin Siegfried, der Drachentrainer. Bist du auch hier, um Team Schockets zu zerschlagen? Ich finde es schrecklich, wenn Menschen versuchen, Pokémon künstlich zu verstärken. Team Shocket verpestet die Umwelt, bestimmt nur um starke Mutanten-Pokémon fangen zu können. Das ist fast so schlimm wie der Zwischenfall bei Mercedes Zorns. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber ein wenig Hilfe kann nie schaden. Na dann los. Siegfried auf unserer Seite. Hurra. Wie ist er nach oben gekommen? Jetzt teleportiert. Der Fahrstuhl war sofort da. Nein. Okay. Sieht schlecht aus hier.
Okay, erst zum Geschoss. Okay, hier war ein Rüppel. Der uns bestimmt verrät, wo es lang geht. Können wir ihn besiegen. Das ist der nächste Rüppel. Das ist bestimmt eine Sackgasse. Hey, ist es dir recht, wenn ich gegen den nächsten Trainer kämpfe? Von mir aus. Dann siehst du einmal die unglaubliche Kraft von Drachenbuckmann. Zunächst etwa nur Drache. Aber natürlich, es sind die stärksten aller Pokémon. Dann zeig mal, was du drauf hast. Los, Gyarados. Aber Siegfried, Gyarados ist doch kein Drachen-Pokémon. Das Vieh ist von Typ Wasser und Flug. Hast du das etwa nicht gewusst? Doch, das war nur ein Test. Übrigens, scheiße, dass Gyarados kein Drachen-Pokémon ist. Das finde ich äußerst kacke. Los, Durak! Das ist vom Typ Feuer und Flug. Auch schade, dass das kein Drachentyp ist. Ah ja, das war noch ein Test. Du hast echt Ahnung von Pokémon, ich mag dich. Los, Aerodactyl! Lass mich raten, noch ein Test. Das ist ein Gesteinflug-Pokémon. Echt? Hoppla. Aber die Johto-Liga hat mich mit diesem Pokémon als Drachentrainer zugelassen. Leider war. Ich war der fünfte Trainer der Top 4. Ich bin einfach übermächtig. Es ergibt alles keinen Sinn, was du da erzählst. Hier, es ist Pokémon. Was erwartest du? Stimmt auch wieder. Stimmt, du hast recht. Jetzt greif endlich den Gegner an. Der fängt langsam an, sich zu langweilen. Nostratini, Drachenwut. Oh, hoppla, das ging schnell. Wieso ist dein einziges Drachenbohr-Pokémon so schwach? Guck mal, ein rotes Gyarados. Wo? Ich sehe nichts. Siegfried, wo bist du? Ja. Hier wohl nicht. Hier vielleicht? Ja, hier sehr wahrscheinlich. Hehe, ich habe so einen Nerd auf Route 1 Cent Pokémon geklaut. Dann kriegen wir dich ja schnell besiegt. Oha, 1, 2, 3, 4, 5. Der hat viele Pokémon geklaut. Surfer. Darf ich so eine Aquaknarre, damit wir hier noch Attackenpunkte aufheben? Schon getan, dann geschickt wie Senior in den Kampf. Ach, wie Senior war das? Ach Mensch, wir haben keine Heiltränke mehr drin. Das ist schlecht für solche Kämpfe. Vor allem für ein Team mit fünf Pokémon drin beim Gegner. Das sehe ich kritisch. Na komm, besieg die Kratzfurie. Verdammt! Nein! Okay, Dreh haben wir schon besiegt. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Nein. Daneben, sehr schön. Händigler, sehr gut. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Nein, meine Wie-Senior. Na warte, hier kommt das gestohlene Pokémon. Los, wie, Senior? Ach nee, halt, das hatte ich noch gar nicht entwickelt.
Schokolade hat dann geschickt Wieso in den Kampf. Ja, ist gut, halt Wieso. Dann müsste Surfer doch klappen. Sehr schön. Wieso besiegt. Jetzt sind wir ohne. Das schlägt fast K.O. Wie das jetzt klappen soll. Tja, also. Tja, also, what the fuck. Wo zum Henker sind wir?